hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy mit mir, dem Captain. Wir haben dieses Lager hier auseinandergenommen, das letzte Mal. So. War hier eigentlich noch irgendwas drin? Nee, hier war nichts mehr drin, doch. Hier lag noch was, ein Becher Krug. Wir müssen mal aussaufen. Genau, mal ein bisschen was trinken, ist gut. Nee, dieses Lager haben wir auseinandergenommen, da gab es eine Schriftrolle für mich. So, und ich muss hier raus und wollte. Ja, Mizi, bist du wieder da? Und wollte jetzt zu dem Lager, zu dem anderen Lager da drüben. Da sind nämlich auch Leute. Und da gibt es auch noch so eine Schriftrolle oder irgendwie so. Und die nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, also wir gehen schon gerne hier durch diese ganzen Wälder rein, aber irgendwie will ich erst nochmal hier. Ja, komm, komm, spring runter, Junge, Mann. Du brichst dir schon nichts. So, kriegen wir erstmal die. Mondstein. Hier gibt es eine schöne Lichtung. Aber hier ist gar nichts auf der Lichtung. Hier gibt es noch Florfliegen, okay. Na gut. Da müssen wir hoch. Komm, kommen wir hier hoch? Ah, willst du nicht? Okay, gut. Sind wir jetzt richtig hier? Ja, und jetzt fliegen wir ein bisschen. Dum, di dum, dum, di dum, di dum. Da oben waren wir drin gewesen. Genau. Moment. Runter. Was ist das schon? Oh, das ist es schon, das Lager. Alles klar. Wir machen uns unsichtbar. Revelio. Unterbricht den Wilderer Animagus bei der Wirkung von Reductio mit einem Impulso. Wo seid ihr denn? Ach, ist das der Eingang hier oder was? Das ist der wildere Animagus. Mit einem Depulso. Mhm. Komm zurück. Unterbrochen, oder? Willst du etwa noch mehr? Okay, gut. 25 und ein Talentpunkt. Und das haben wir noch hier, Spinnen. Okay, aber wir haben jetzt wieder mal keinen von denen. Wir haben hier ein paar Spinnen, die sind eingesperrt. Ja, das wollten wir. Verbrennen 2. Ach, und ein. Kriege ich nicht auf, okay. Incendio.
Okay. Wieder ein Tierchen gesammelt. Okay, gut. Das war's. Haben wir noch eine Truhe? Was ist? Achso, da draußen liegt ein Tierchen. Pilze. Ein Spinnenzahn. Okay, damit hätten wir das auch erledigt. Okay, gut. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Aufträge können ja verfolgt werden. Oh, ist da vorne noch ein? Ist da vorne noch ein Lager? Noch ein Lager. Tatsächlich, hier sind ja überall Banditenlager. So, okay. Ich glaube, ich muss mal zwischendrin abspeichern. Ich habe schon ewig nicht mehr abgespeichert. So. Gut. Gespeichert. Weiter geht's. Zerteile. Ach so, Reduzio ist der. Okay. Machen wir hier dann noch einen. Einige dieser Zauberer waren meine Freunde. Haben wir noch einen Wilderer-Duellanten hier? Hm? Nee. Haben wir nicht mehr, oder? Doch, Pirsche. Da sind also doch noch welche da. Wirf einem Gegner etwas mit dem Depulso hin. Ihr räumt auch immer wieder hier auf. Gut so. Rebellion. Oh, was haben wir denn hier für einen Schmetterlingsplatz nochmal? Repar. Nee. Lumos.
Nein. So, da unten ist noch eine Truhe. Ja, komm, hopp. Die Truhe habe ich nämlich noch nicht gemacht. So. Und verzeihlich 3, okay. Oh, ja, genau, hier hoch, da sind noch welche. Hä, die sind weg. Gott, Straßenköter waren das. Was machten die denn hier, die Straßenköter? So. Lumos. Ach, die sind da oben. Die sind da oben. Upsala. Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall, nicht wahr? Du musst dieses Altraunblatt einen Monat lang in den Mund behalten, von Vollmond zu Vollmond. Wenn du es verschluckst, musst du wieder von vorne anfangen. Sonst funktioniert es nicht. Außerdem musst du den Trank während eines Gewitters trinken und die Beschwörungsformel täglich aufsagen. Sie lautet Amato, Animo, Animatus, Animagus, falls du es schon vergessen hast. Merlin weiß, dass du es brauchen wirst. Deine Tasmina. Vergiss nicht die Watte für deine Ohren. Mhm. Ah, hier gab es alle Raunen. Feuer hilft gegen Inferi, ne? Schal. Was haben wir hier drüben noch? Noch eine Sammlung aktualisiert. Bäume. Ah. Die haben mich also zu Bäumen geführt. Was haben wir hier unten jetzt noch? Mal schauen, was deine Leiche ist. Protego. Guter Trick. Tag hier. Waffne den Gegner. Ja. Quatsch. Gut, entwaffnet. Was haben wir denn hier wieder für Gegner? Da sind noch mehr, oder was? Protego. Gott. Also der
hilft gut gegen... Gott. Oh, beware Spiders. Die sind hier rausgekommen, hä? Was ist das hier unten jetzt? Lumos. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge letzteres. Es wird euch anzulasten sein, wenn unsere Erwartungen abheben. Ich habe bei Crackcorp von Ihnen keine notifizierte Beute. Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Ah, zu langsam, okay. Ein bisschen zu langsam. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Gott. Wieder ein paar Wilderer weniger. Was haben die hier jetzt für Viecher wieder? Irgendwelche komischen Kreaturen. Hier nicht irgendeine Höhle? Da. Ach, da komme ich nicht rein, oder was? Da muss ich, Nee. Kommt man nicht rein. Gut, Horklumsaft, alles klar. So. Was ist da nochmal für ein Typ hier oben? Ach, ein Straßenköter. Mit Depulso. Depulso ist was? Nochmal? Oh, Depulso ist das Wegschleudern. Okay. Komm. Ja, ich wollte doch einen Depulso drauf machen, aber er ist ja nicht hingekommen. Hat ja nichts mehr gemacht. Was ist da oben? Ach so, das Lager, was ich schon habe. Da bin ich schon gewesen, oder? Ja. Okay, gewesen, gewesen, gewesen. Trollversteck. Alles klar. Gut. Wir gehen mal darüber. Gehen wir jetzt mal das Hauptquest weitermachen. Hallo. Wie schön, Sie zu sehen. What? Nee.
Ja, das war der komische Friedhof, wo ich angefangen habe. Ach, hier drüben ist so ein... Lumos. Wilderin. Oh, ich muss mal gerade Pause machen. Nein, du musst weg hier. So, Pause. Alles klar, bis gleich. So, da bin ich doch schon wieder. So, mitten im Kampf. Wollen wir nochmal gucken, wie es jetzt weitergeht hier. So, wo sind sie denn? Hinter mir, vor mir. Ups. Wirf einen Gegner mit dem Pulso weg. In einen anderen. Ach so, ich habe keinen. Da war kein anderer. Ach so. Na gut. Na, ihr habt jetzt aber richtig Laune gehabt hier, hä? Lumos. Ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Ja, natürlich, hier waren wir schon mal. So, was haben wir da für einen Gegner jetzt? Wer läuft denn da? Ein Sumpfkrattler. Ich hab ihn doch zerschlitzt. Hab ich ihn nicht zerschlitzt? Nee? Jawohl, jetzt. Okay, ich habe ihn wohl nicht aufgeschlitzt. Schade. Also diese Kampfsachen da zu kriegen, ist schon schwierig. So. Eine Dame, mit der man nicht reden kann. Ich bin Schüler, ich darf das. So.
Rebellion. Gibt es hier irgendwo Viecher? Nee. So, nochmal 1000 von diesen Mondsteinen. Ist ja gut. Ich gehe doch nicht zu dir. Hier drüben. Was ist das hier? Forbidden Forest, Hogwarts. Hier drüben ist noch irgendwie was. So ein netter Turm. Perfekt. Ach Mist, es ist immer. Ein Anhänger weniger, Renrock. Jawohl, noch ein Anhänger weniger, Renrock. Hast du irgendwelche Sachen? Nee. Hier hinten vielleicht? Achso, da drüben ist noch so ein Lager. Das lassen wir mal hier. Nix. Okay, ein Umhang. Bisschen Geld. Kann man hier runter? Oh, tatsächlich, da kann man auch runter. Da ist noch eine Höhle da unten. So, und was ist das hier für ein Ding? Hier kann man einfach oben hin und dann prima. Da kann ich nicht reinhüppen. Geht's noch höher? Landen ist hier nicht verfügbar, jetzt aber. So. Ach, da kommt man auch nicht rein, okay? Ein alter Turm. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Jawohl.
drüben ist noch was. Jawohl. Ins Handy. Rebellion. Geht nicht. Schloss Stufe 3. Ich bin aber von oben durchgekommen. Alles klar. Wozu braucht man Schloss Stufe 3, wenn man dann doch von oben rein kann, durch mittels Besen? Ich meine, ist ja schön, dass die Schloss Stufe 3 unten haben, aber jetzt kann ich... Ja gut, dann muss ich jetzt hier wieder... Hier ist also einiges noch, ne? Da ist das. Da hinten ist noch... Achso, Moment, da unten war noch eine Höhle. Genau. Was haben wir hier unten? Eine Höhle irgendwie, ne? Da unten ist er. Borklumpsaft. Auch. Jawohl. Rebellion. Akio. Sieht interessant aus. Lumos. Rebellion. Eine schlafen sie. So, das war die. Das war sie schon, oder was? Das war schon die Höhle. Okay, gut. Ach, deine Landeplattform. Stopp, stopp, langsamer. Zwei von vier. Gerade noch auf der Karte gesehen. Ach, da oben ist ja noch eine Handbuchseiten, eine Prüfung Merlins, Pitten, Sammlungstruhen, Handbuchseiten, dem Geiststatue. Ach, da sind ja auch Statuen noch. Okay, gut. Ja, ist das hier unten? Das ist hier unten. Das ist der Ort hier. Das ist dieser Ort hier. Stopp. Da hinten ist nicht verfügbar. Hier. Ach so, das gehört zu dem Rätsel wahrscheinlich. Och, das. Welch angenehme Überraschung. Gott.
Eine Prüfung Merlins. Ach so, ich muss hier hochhüpfen wahrscheinlich. Ja. Ach, okay. Muss nochmal von 9 beginnen. Ah, beim letzten hat es natürlich nicht geklappt. Mann! Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Okay, haben wir die auch. Sehr schön. Okay, gut. Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So. Rebellion. Zum Beispiel hier. Mann, hier gibt es ja überall Geld, ne? Rebellion. Wir beklauen euch erstmal wieder. Es ist schön, dass man euch beklauen kann hier. Merlin, sei Dank. Der wild gewordene Sumpfradler ist Geschichte. Eine tapfere Seele hat ihn erlegt. Und wir haben unseren Frieden wieder. Ich glaube nicht, dass das Land seit den Tagen von Emmerich dem Bösen je unter solch einer Plage zu leiden hatte. Wie, er lebt nicht mehr? Ich hab ihn doch, glaube ich, wahrgenommen. Handbuchseite, Spinnenzeichen. Ja. Oh, eine Katze. Oh, eine getigerte. Warnung, was? Vor dem... Ein Sumpfradler besorgt... Sammlung? Das ist hinterm Haus. Das ist dort. Da ist er. Wirf ihn auf den Rücken. Wie werfe ich ihn denn auf den Rücken? Hier.
hier. Protego. Nee, ich konnte nicht auf den Rücken werfen, aber... Was hat sich denn jetzt hier gesammelt da oben? Lumos. Protego. Ins Händler. Ups, das war ein bisschen viel. Okay, gut. Da ist noch irgendwo eine Spinne oder so. Da ist noch ein Sumpfrandler. Blutegelsaft, gut. Jetzt haben wir das gemacht. Gut, wir haben den erwischt. Ja, hier gab es Spinnen, die sich dann angeschlossen haben. So. Schloss auf 3. Ey, Mann. Komme ich irgendwie anderweitig rein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Gut. Bevor wir verkaufen, gucken wir uns mal an, was wir so gekriegt haben. So, wir haben hier bei den Sachen hier Handbuchseiten. Da haben wir was bekommen. Hochland, okay. Mhm. Geht ja immer weiter hier, ne? Und dann haben wir hier Sammlungen. Irgendwelche Flusstrolle, Trollsorten. Ja, hier haben wir ein paar gute, auch schon ein paar Dreier gekriegt. Das ist gut. Anziehsachen. Was haben wir hier? Revelio-Seiten. Was haben wir hier? Beschwörungen. Wieder ein bisschen was zum Ausstatten bekommen. Halt, Moment, da war noch was mehr. Hier gab es noch was. So. Ah, prima. Mir fehlen nur noch 3 Kreaturen. Dann habe ich alle Tierwesen. Das sind die Niffler. Mhm. Das sind die Mondkälber. K
Knuddelmuffs. Die Einhörner habe ich auch. Jawohl. Trollpopel haben wir jetzt wieder. Ein paar Briefe. Ein Brief von einem aufgefrachten Freund. So, und unsere netten Gegenstände. Wir haben hier was. Das ist viel besser als das hier. Gegengift. Reduzierter Schaden durch Spinnen. Gut, die 4 lassen wir mal. Umhänge, den kann er noch nicht, ist aber auch schlechter. Besonderer Umhang schlechter. Platzwunde, reduzierter Schaden durch Trolle, aha. Nicht identifiziert. Welchen haben wir? Den haben wir, okay. Erhöhter Schaden durch alte Magie. 22 dazu. 3 dazu. Nichts dazu. Ja komm, dann. Besser als gar nichts, was ich bisher habe. Gut. Hüte. Schlechter, schlechter, schlechter. Brillen. Maske. Gegengift. Reduzierter Schaden durch Spinnen. Ja, super. Super Maske hier. Sind nur 2, ist egal. Oh, hier bei den Handschuhen habe ich aber nicht aufgepasst, ne? Da. 13, meine Imperio-Ziele verursachen zusätzlichen. Imperio-Ziele verursachen zusätzlichen Schaden. Gut. Mit dem Rest gehen wir jetzt zum Laden. Wenn wir erstmal ein bisschen was verkaufen hier. Indira Wolf. Hallo. Hätten Sie einen Moment? Ja, aber leider nur den einen. Der Laden hält mich ziemlich auf Trab. Ich bin die neue Inhaberin, Indira Wolf. Mhm. Irgendwelche Gerüchte hier? Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Sie haben sich um den wilden Sumpfkrottler gekümmert. Wir sind alle sehr dankbar. Jetzt herrscht hier wieder Frieden wie früher. Mhm. Können Sie mir mehr über sich erzählen? Oh, ich habe schon lange kein normales Gespräch mehr geführt. Verzeihung, wenn ich etwas eingerostet erscheine. Mein Vater ist kürzlich verstorben und ich war damit beschäftigt, das Geschäft am Laufen zu halten. Mir war nicht klar, wie viel Arbeit so ein Laden mit sich bringt. Inventur, Wartung, Kunden, Rechnung, Buchhaltung und so weiter. Was können Sie mir über Ihr Geschäft erzählen? Hier ist es vielleicht nicht so schön wie in Hogsmeade, aber ich denke, wir haben einen eigenen, rustikalen Charme. Wir verkaufen allerlei Tierwesen Nebenprodukte für die Trankherstellung. Auch ein paar Seltenheiten. Das hängt jetzt alles an mir. Schauen wir uns. Was verkaufen Sie hier? Schauen wir uns die Waren mal an, ne? Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Ja, ich weiß nicht. Ach so. Ach, okay, hier kann man dann die. Federn werden von übermächtigen Federn abgeworfen. Mit Federn eines Phönix kann man seine Ausrüstung aufwerten und ihr Eigenschaften zuweisen. Das kenne ich halt noch nicht, ne? Genau das brauche ich. Danke. Okay. Gut, der hier ist ein bisschen schlechter. Schlechter. Ich glaube, die anderen sind alle schlechter. Die waren alle... Außer der hier. Der war
So, die Maske war nur geringfügig, nur ganz geringfügig besser, genauso wie der Schal. So, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hoffentlich beehren Sie mich bald wieder. Ja, auf jeden Fall. Rebellion. So. Noch eine Katze. 9 Handschuhe mal gerade ein bisschen einkatzen. Okay, gut. War hier nicht irgendwie... Ach, nee. Ach, da oben war noch. Da hinten war es. In die Richtung geht's. Okay, gut. Schlurf, schlurf, schlurf. Bist du zu Hause? Ja, gut. Okay, ich latsche einfach mal an dir vorbei. Danke, ist immer gut, wenn ich dich beklauen kann. Katze. Ah, hier ist es. Schön, dass Sie den Weg nach Pit auf Herrn Forst gefunden haben. Rebellion. Natürlich, ein Schloss dran, wie üblich. Muss natürlich ein Schloss dran sein hier. Aber gut, wenn ihr kein Schloss dran machen würdet, dann würde ich euch entsprechend ausrauben, komplett. So, was haben wir hier jetzt? Niffler. Ach so, hier sind die Niffler, okay. Haben die Niffler sich hier oben sicher... niedergelassen, hä? Huh? Oh, noch eine Katze. Oh, eine schöne. Ganz in weiß, außer Kopf und Schwanz, ne? So, jetzt gehen wir mal diesen Weg hier hoch. Quietsch, 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 quietsch. Lumos. So, dann folgen wir mal den Schmetterlingen. Rebellion. Jetzt hin, die Schmetterlinge.
Da oben ist noch eine Lampe. Ah. Große Teppiche. Sumpf an der Nordfurt. Lumos. Nein. Überraschend viele Niffler da unten. Allerdings habe ich auch ein Händchen dafür. Ich gucke zu, wie das Lumos Wo landet denn weg? Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Tja, okay. Gut. War hier sonst noch irgendwas? Wieder irgendwas übersehen oder was? Da hinten war noch... Das waren die Niffler. Ah, wir sind jetzt einmal um diesen Turm rumgegangen, deswegen. So, und hier haben wir ja quasi eine Handbuchseite gefunden. Und den Rest haben wir nicht gefunden, weil das eingesperrt war, ne? Gut. Nein! Ach, immer. Immer dieses Falsche. Attentäter-Anhänger. Schon wieder nicht schnell genug beendet. Powertrank genommen. Oh nein, ey, ich muss diese ganzen... Ich muss die echt mal wegtun. So, machen wir mal die da. So. Ich verbrauche meine ganzen Alraunen, weißt du? So, jetzt haben wir da... welche zum Zerstören, ne?
Rivelio. Komm, trink. Rivelio. Rebellion. Komm, trink. Damit wäre das erledigt. 12 von 14, jawohl. Gut. Haben wir den auch. Ich muss das auf eine andere Taste setzen. Ich glaube, ich mach mal hier im Ort, speichere ich mal ab. Dann mache ich eine kleine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis gleich, sagt der Captain.